Kratzer Galerie. Dankeschön. Ich freue mich, dass so viele da sind. Wir machen es hier ganz kurz, damit ich nicht so viel schreien muss. Wir gehen einmal jetzt hier vorne rum und gucken uns eine Entrollung von zwei Plakaten der Schüler live an. Und dann gehen wir hier wieder zurück, um da hinten ins Gemeindezentrum des Café Eigenart zu gehen. Da wird Gelegenheit sein, sich ein paar Reden anzuhören und auch zu erfahren, was die Künstler im Einzelnen und so weiter. Jetzt geht's einfach los. Wir gehen da hin. Einfach mit. Aber es macht doch nichts. Das finde ich eigentlich auch. Wer hat denn mit so viel gerechnet? Du? Nee. Ich. Weißt du, das Problem wäre, hätten wir keinen Kirchentag. Ja, ja. Jetzt wird's eng. Gemütlich. Wie bei dem Pinguin. Interessant, dass beispielsweise in der Jury die Frauenmalgruppe beteiligt war, aber ich fand natürlich eben auch das Plakat toll, das entrollt worden ist, das die Schüler und Schülerinnen gemacht haben. Und das zeigt, dass diese Vernetzung hier auch Unterstützung, und insofern finde ich es auch außerordentlich wichtig, dass sich hier die in diesem Quartier aktiven Unternehmen auch daran beteiligen. Und insoweit möchte ich mich auch bei denen natürlich bedanken, dass sie das unterstützen. Und das Ergebnis können eben halt Journalisten, Fotografen heute dann bestaunen. Hamburgs größte Freiluftausstellung, die Wolkenkratzergalerie. Ich finde, die Bilder stehen wirklich für Freude, gemeinsame Arbeit, Freude an der kreativen Arbeit, aber es zeigt auch das Selbstbewusstsein und dass dieses Gefühl reingeht in den Stadtteil, aber eben auch aus dem Stadtteil heraus in die gesamte Stadt. Vielen Dank. Bravo.